Ja, hallo Tillmann, ich begrüße dich zu unserem Online-Interview. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich würde einfach mal so anfangen, indem du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tilman Börner. Ich bin Chefredakteur der .NET Pro schon seit vielen Jahren, seit 2003 genauer gesagt. Habe davor Physik studiert, irgendwann mal auch abgeschlossen und war dann beim Computermagazin Chip, das es immer noch gibt. Danach bei einem Web-Only-Magazin, das hieß damals Gruner und Jahr Computer Channel. Das wurde aber irgendwann eingestellt, nachdem der große Hype um das Internet etwas abgeklungen war. Und bin dann zu einer Agentur gekommen, die für Microsoft und MSDN im Prinzip Inhalte in Deutsch hier produziert oder übersetzt und korrigiert hat. Und habe dadurch sozusagen den ersten Kontakt so mal so richtig in die Microsoft-Entwicklerwelt gefunden und bin dann Chefredakteur geworden der .NET Pro. Okay, und programmiert selber hast du schon mal? Ja, eigentlich seit dem Gymnasium. Damals noch ging es los mit Basic, klar, noch mit Zeilennummern und so einem Kram. Über das Studium hinweg in Fortran und in C und dann eben, ja, eigentlich Delphi hat mich die ganze Zeit begleitet in der bis dahin, bis dann eben Microsoft mit .NET kam und das war dann sozusagen für mich das Hineinrutschen in die Microsoft-Welt. Denn mit Visual Basic, das habe ich mir ein paar Mal angeguckt, aber irgendwie so richtig warm wurde ich nicht, weil Runtime und langsam und blöd und keine Controls selber machen, sondern auch angewiesen auf C und C++-Programmierer. Das fand ich nicht so prickelnd. Deswegen eben Delphi. Okay, dann für dich selber oder für Kundenprojekte? Naja, also ich war nie sozusagen großartig als Entwickler tätig. Ich habe zwar mal eine Website geschrieben für die Telekom und so, aber als Entwickler tätig war ich eigentlich nie. Du bist also ein richtiger Hobbyprogrammierer. Sozusagen, ja. Okay, und das ist schon ein Leben lang im Prinzip so, wie ich das rausgehört habe, wenn es schon seit dem Gymnasium geht. Das schon, ja. Die Faszination war immer da. Warum ich damals Physik studiert habe und nicht eigentlich Informatik. Ich hatte Physik-Leistungskurs und das fand ich irgendwie total prickelnd. Dieses Beschreiben von Naturphänomenen mit mathematischen Möglichkeiten, das ist so ganz kurz runtergebrochen, was ich unter Physik verstehe. Das fand ich so faszinierend, dass ich diesen Weg vorgezogen habe. Aber wie gesagt, schon während des Studiums, klar, du kommst da nicht aus. Also irgendwelche Berechnungen in theoretischer Physik liefen damals natürlich mit Fortran, laufen sie wahrscheinlich heute immer noch. Okay, ich würde dann mal gerne in die Fragen einsteigen, die ich hier vorbereitet habe. Du kennst sie, wie gesagt, noch nicht. Und zwar das erste größere Thema wäre dann angehende Autoren, was ich so jetzt aus meinem Umfeld immer mitbekomme. Ich habe ja auch schon mal einen Artikel für euch geschrieben. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was sind eure formalen Anforderungen an den Autor und an den Artikel, den der Autor dann ja natürlich schreibt. Ja, also der Autor muss extrem viel Geld mitbringen und das Da mir muss ein bisschen was überweisen. fließen. Genau, da muss Diridare. Nein, also ich bringe sie mal auf einen Nenner, wahrscheinlich, ja, ein Satz sozusagen, wir sind immer auf der Suche nach guten Autoren und interessanten Themen. Denn wir leben, also die .NET Pro lebt nur durch unsere Autoren im Prinzip. Normalerweise früher war so eine Redaktion, die bestand dann aus 30 Leuten, wie es zum Teil die CT immer noch besteht. Und da produzierte die Redaktion sozusagen die Inhalte. Also ein Redakteur hat sich eines Themas angenommen, hat sich da richtig reingekniet und vertieft. Das können wir nicht leisten in dem Bereich, sondern wir sind angewiesen auf Autoren, die in der Technik drin sind, die etwas selber erfahren haben, selber programmiert haben. Und wir sehen uns dann als die, die aus diesem dann noch etwas vernünftig Lesbares machen. Deswegen sind also die Anforderungen an den Autor derart oder dergestalt, dass der muss in einem Thema drin sein, was wir noch nicht im Heft hatten.
und er muss es einigermaßen vermitteln können. Richtiges Deutsch, dazu haben wir unsere Redaktion, unsere ganz kleine Redaktion. Wir können das noch redigieren, wir können rückfragen, wir können kritisch fragen, aber das Wissen kommt von den Autoren. Und deswegen sind wir sehr dankbar, wenn uns Leute Vorschläge schicken und sich auch bei uns bewerben als Autor. Und wenn das ins Heft passt und noch nicht da war, dann finden wir auch eine Möglichkeit, dass da Artikel ins Heft kommen. Das heißt, es ist eigentlich Prozedere. Wie kann ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich lese die Zeitschrift regelmäßig, ich habe jetzt gerade ein interessantes Projekt gehabt, da denke ich, das wird gut passen. Wie mache ich das? Am besten an mich eine Mail, in der beschrieben wird, worum es da geht in dem Projekt. Also ja, worum es geht, als Abstract, also als kurze, dürre Geschichte. Dann checken wir, passt das in irgendein Heft besonders gut rein, weil wir da einen Schwerpunkt haben, oder ergänzt es das Heft in irgendeiner Form. Und dann wird man sich meistens ziemlich schnell einig, wie und was und so. Und auch terminlich sind wir da meistens ziemlich flexibel. Es sei denn, es ist ein Schwerpunkt auf ein bestimmtes Heft, dann gibt es da ziemlich enge Grenzen von den Terminen. Aber sonst, wenn also jemand sagt, ja, ich würde gern, aber ich habe immer wieder Projekte und die kosten so viel Zeit und ich kann den Artikel erst in 4 Monaten liefern, egal meistens. Also dann kommt er eben in 4 Monaten. Ist aber trotzdem dann ein guter Artikel und sollte ins Heft. Willst du vielleicht noch kurz was zu dem Autoren, ich weiß gar nicht, wie ihr es nanntet, diesen Autorenleitfaden sagen? Weil ich glaube, viele tun sich dann schwer damit, vor allem die, die auch nicht mal einen eigenen Blog haben oder so, dann irgendwo anfangen, wie baue ich vielleicht so eine kleine Geschichte auf? Ich meine, die erfahrenen Autoren, die man regelmäßig liest, da merkt man richtig, da gibt es einen Leitfaden, der sich durch den Artikel durchzieht. Wie kann ich denn das, wenn ich das noch nie gemacht habe, ja, sagen wir mal, mit Unterstützung von euch, wie komme ich da auf was Vernünftiges? Also wir haben so einen ganz kurzen Autorenleitfaden, da steht also unser Care-Paket, wenn wir es nennen. Da ist also sowas drin wie eine Word-Vorlage, in der man normalerweise schreiben sollte. Und da gibt es auch so ein paar ganz wenige Hilfen, wie sowas aussehen könnte. Aber wenn jemand da Skrupel hat und nicht weiß, wie soll ich es machen, Mail an uns, wir entwerfen dann zusammen den Artikel. Also wir finden dann zusammen eine Struktur, oder jemand hat schon Ideen, wie er strukturiert und will Feedback haben und so, überhaupt kein Thema. Das geht ganz, ja, formlos sozusagen. Okay, super. Dann will ich in einem Satz, aber ein Satz, wirklich ein Satz, nicht wie zum Beispiel mit dem Ralf Westphal, es wären halt dann doch 10 oder noch mehr. Was macht für dich einen guten Autor aus? Dass er in einem didaktisch guten Aufbau ein Wissen vermittelt und das sprachlich auch noch interessant rüberbringt. Das werde ich mal so im Nachhinein nochmal analysieren. Aber ich will dann gerade mal zum nächsten Punkt gehen. Und zwar Änderungen im Magazin. So, hab meine Maus wieder. Zack. Änderungen am Magazin. Ihr habt ja jetzt zum Jahreswechsel, du hast es auch damals schon auf Twitter angekündigt gehabt, ja, eine Umstellung gemacht. Wie ich finde, eine doch deutlich größere Umstellung. Ihr seid also gerade so im Umbruch. Ich habe auch gelesen, es kommt noch was. Willst du vielleicht kurz was zu diesem Umbruch sagen? Ja, also das Aussehen der .NET Pro war schon seit vielen Jahren gleich geblieben. Und es war also dringend an der Zeit, dass wir das Ganze moderner machen. Und dieser Prozess hätte eigentlich schon vor 2 Jahren passieren sollen. Aber nachdem wir ein Verlag sind, der jetzt nicht Springer oder Burda oder sonst wie heißt, also mit wahnsinnig viel Kraft dahinter, sind uns immer andere Projekte, die extrem dringend waren, bei den Kollegen zuvor gekommen. Aber jetzt ist das im Werden. Und das erste war eben das neue Layout mit neuen Inhalten, auch im Heft. Ich bin total begeistert von dem neuen Layout. Jetzt wirkt es irgendwie wirklich modern, webaffin und diese ganzen Schnickschnack, den man jetzt so hat, aber der es angenehm macht. Also mir geht es jetzt wirklich so, dass ich das Heft wieder wahnsinnig gerne in die Hand nehme,
davor hatte ich dann doch so eine gewisse Ermüdungserscheinungen. Und ich habe jetzt bei mir im Büro hinter mir so die ganze Wand mit den Titeln der vergangenen Ausgaben. Und wenn man dann, wenn ich mir die alten angucke und dann jetzt die neue, das ist eine Wohltat wirklich fürs Auge und für die Seele. Und das ist sozusagen der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt wird sein, dass wir intern auf eine andere Produktionsmethode umsteigen. Also bis jetzt wird alles, vieles von Hand gebaut und so. Künftig wird da mit maschineller Unterstützung agiert werden. Und nach außen sichtbar wird sein eine neue Website, ein neuer Webauftritt, der auch schon dringend nötig ist. Nein. Nein, überhaupt nicht. Doch alles wunderbar. Ja, da sind wir dabei. Da kann ich aber noch keinen genauen Termin sagen, aber ich hoffe, erstes Halbjahr, Anfang zweites Oh, Halbjahr, Riesefehler, sowas zu dieses nennen. Jahr. Nie Termine nennen. Macht ja nicht bei Microsoft mehr. Es kommt, wenn es reif ist, ne? Genau, irgendwelche CTP-Geschichten und Ja. so werden schon irgendwann. Okay. Jetzt hast du Nein, also leider das. schon viel vorgegriffen, muss ich sagen. Das wären nämlich so die nächsten Fragen gewesen. Ich glaube, das interessiert die meisten. Ja, was kommt da im eben digitalen Bereich? Ja, also das ist wirklich gerade im Werden begriffen. Also auf der einen Seite ist das, wer das schon mal gemacht hat, so eine Migration, der kennt das, aber der eine oder andere nicht. Das eine ist, man muss ja erstmal sozusagen die alten Inhalte irgendwie rüber retten. Das ist nicht so ganz einfach, weil die alte Struktur eine vollkommen andere ist als die neue. Bisher die alte Website, die Patrick Lorenz gebaut hat und die lange Zeit super funktioniert hat, die auch jetzt noch super funktioniert. Die ist aber handgestrickt. Und das Neue, was wir jetzt bekommen, ist ein System, das heißt Interred, mit dem wir eben Heft und online produzieren können, sodass einfach auch Artikel, die fürs Heft gedacht sind, auch früher online stehen können. Aber da muss man ja sozusagen die Daten reinbringen aus der alten Website. Und dann wollen wir natürlich auch so ein paar Sachen machen, die neu sind, die wir jetzt noch nicht haben. Und diese Konzeption und so, das ist alles jetzt gerade im Werden. Gibt es auch eine Themenverschiebung, weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, jetzt ja, webaffin und alles neu. Also ich habe auch so den Eindruck, ja, die Themen, aber jetzt nicht erst seit diesem Designumbruch, sondern natürlich auch schon vorher. Es gibt schon eine sehr starke Themenverschiebung, habe ich den Eindruck. Also starke Themenverschiebung gibt es nicht, aber es gibt eine gewisse Erweiterung. Wir können nicht mehr hergehen und können sagen, .NET und sonst nichts, das haben wir nie gemacht, aber natürlich war der Fokus zu 90% auf .NET. Das ist, glaube ich, nicht mehr haltbar, weil jeder, der da draußen irgendwo entwickelt, hat Kontakt mit sowas wie JavaScript oder HTML. Das zu ignorieren, finden wir falsch. Wir wollen unsere Leser unterstützen in dem, was sie tun, und das Kerngeschäft wird weiterhin .NET bleiben. Aber wir können nicht umhin, über den Tellerrand mehr rauszugucken. Wir haben das, wie gesagt, in der Vergangenheit schon gemacht. Wir haben auch mal einen C++-Artikel drin gehabt und so. Aber diese Bewegung, die da momentan im Gange ist mit Angular und diesen ganzen Sachen, die ja auch von .NET im Prinzip im weitesten unterstützt werden, die müssen sich widerspiegeln, weil ich fände es ganz furchtbar, wenn wir nur sozusagen den Fokus auf .NET und alles andere interessiert uns nicht. So ist die Welt heute nicht mehr. Die Welt hat sich verschoben. .NET ist immer noch ein extrem wichtiger Bereich und Gott sei Dank ist er auch wieder wichtiger geworden nach diesem GAU mit Windows 8, wo dann plötzlich .com wieder ins Spiel kam. Aber das haben sie ja jetzt wieder gemerkt, dass es das vielleicht doch nicht so glücklich war. Und jetzt mit .NET Native und diesen ganzen Entwicklungen tut sich da wieder eine ganze Menge. Aber Microsoft hat genauso wie wir auch gesehen, es gibt da draußen einfach viel mit Node und den neuen Technologien, die müssen wir berücksichtigen in gewisser Weise. Aber .NET wird immer der Fokus sein, zumindest auf absehbare Zukunft. Wer weiß, was morgen ist. Aber ja, also .NET-Leser oder Entwickler, die mit .NET entwickeln, die werden in der .NET Pro auch weiterhin einen ganz starken Begleiter haben. Aber sie werden eben auch informiert werden über Sachen, die darüber hinausgehen.
Wobei ich dazu sagen muss, ich finde es auch sehr schön, dass so Geschichten wie Prozesse, ich habe auch schon Mitarbeitergespräche, Psychologie und die ganze Sache in dieser Ecke, was jetzt sehr weit weg eigentlich von dieser Technik ist, was auch, wie ich zumindest so in meinem Entwicklerkreis ja, wahrnehme, dass da schon auch die Entwickler mehr Interesse entwickeln, als es vielleicht früher war, dass man sagt, man bleibt nur beim Technischen und geht jetzt aber heutzutage eben mehr auch in die Schiene Psychologie, auch Code-Psychologie, was ja auch schon einen Artikel bei euch gab. Also ich fand auch ganz interessant, dass ihr jetzt auch das noch ja, ein bisschen ausgebaut habt, weil ich das auch immer sehr, sehr spannend finde. Ist auch immer ein schöner Kontrast, ja, nicht nur immer technisch lesen, das macht auch irgendwann. Ne? Ich wollte eigentlich heute länger das länger da, ja. Lass mich da noch was dazu sagen. Ja, das war die andere Schiene, das habe ich jetzt weggelassen. Ja, das, was über das reine Coding und die Technologie hinausgeht, das ist uns auch extrem wichtig. Also wir sehen einfach, der Entwickler besteht nicht nur aus C-Sharp-Code allein. Er lebt nicht nur vom C-Sharp-Code allein, sondern er ist in einem Team. Er hat Bedürfnisse, er hat Fähigkeiten, die vielleicht irgendwie ausgebaut werden müssen, wo er sich irgendwie kundig machen muss. Gerade im nächsten Heft wird der Schwerpunkt sein über das Arbeitsbild oder das Berufsbild von einem Entwickler heute. Was sind denn die Anforderungen von Firmen an Entwickler heute? Klar, wir haben wahnsinnig viele freie Stellen und die Entwickler können sich eigentlich aussuchen, wo sie hinwollen. Aber auf der anderen Seite haben auch die Firmen ganz klare Vorstellungen, was sie von den Leuten wollen. Und der Schwerpunkt ist äußerst spannend, hat mal wenig mit Technologie oder eigentlich gar nichts damit zu tun, aber auf unserer Developer-Konferenz, der Developer Week, haben wir letztes Jahr festgestellt, dass der Soft Skills-Track, also da, wie bilde ich mich fort, Teamfähigkeit und so weiter, der war am zweitbesten besucht von Das allen kann ich mir Jobs. vorstellen, Das ja. heißt, die Wünsche nach Fortbildung in gewissen Bereichen, die jetzt meine menschlichen Eigenschaften ausmachen, ist sehr groß und wir versuchen, das zu adressieren in der .NET Pro. Ich wollte eigentlich noch auf die Länge von Artikeln zu sprechen kommen. Du weißt, ich habe da schon mal drüber geblockt. Ich würde es jetzt aber, glaube ich, doch überspringen, weil es ja auch, ja, es ist sehr viel mit, wie man selber halt liest und auch gerne das aufbereitet hat, das Wissen. Das können wir gerne mal separat nochmal besprechen. Ich springe gerade mal weiter. Wir haben davon schon einiges gemacht, angesprochen. Was mich jetzt noch vielleicht ganz stark interessieren wird, was ich auch im Blog als Rückmeldung bekommen habe, da war dann Windows 8 App und so die Sprache davon. Vollwertige Ausgabe für Android und Kindle oder generell sagen wir mal jetzt so für diese ja, mobilen Lösungen. Ich habe da schon mal, glaube vor 2 Jahren mit dir gesprochen, dann hieß es schon Ende 2013, da hast du mir wieder einen Termin genannt, gell? Und da würde ich mir gerne wissen, könne man da dies Jahr was erwarten, aber jetzt nicht im Sinne von, weißt du, dieser PDF-Lösung, und ich glaube, das gefällt keinem so richtig, sondern wirklich eine native Lösung. Kommt es mit dem, was du vorhin erwähnt hast? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, wie man das angeht. Also wir haben für Android und für iPad eine App, mit der irgendwie keiner so richtig glücklich ist, muss man ganz klar sagen. Also die Erwartungen daran waren höher. Die wurde zwar relativ viel geladen und sie wird auch benutzt, aber sie ist jetzt, sagen wir mal, nicht das Ausbaufähig. Nonplusultra. Ja, danke. So könnte man es formulieren. Nun sind solche Apps eine reine Investitionssache. Wir werden wahrscheinlich keinen einzigen Abonnenten mehr dadurch bekommen, wenn wir so eine App anbieten, sondern es ist eine Investition, die wir tätigen müssen. Nachdem wir jetzt eben gerade investieren in Webauftritt und in Heftproduktion etc., nenne ich dir jetzt keinen neuen Termin, wann es eine Windows 8 App oder sonst wie geben wird. Der Wunsch ist, dass man zumindest das Abonnenten über die Website in Volltext als HTML künftig die Artikel lesen können. Das ist der erste Schritt und dass sie dort zumindest dann alles so runterladen können, wie sie es brauchen, also als EPUB oder was auch immer. Ach, das wird's geben als EPUB. So ist der Plan. Ich sage Okay. dir da auch nicht wann und so, aber Ja. auf jeden Fall, das ist der Plan. Also das ist sozusagen der Hintergrund, warum man das eigentlich umstellt auf so ein System, das nämlich dort das in einem mediumsunabhängigen Format abgelegt ist und dann ausgespielt werden kann, in welche Formate man immer haben will. Wann ist jetzt da
bei der App, bei den Apps Verbesserungen geben wird, kann ich dir nicht sagen. Das ist momentan ein bisschen nach hinten gerutscht. Wie gesagt, es ist auch eine Investitionssache, weil ja, so eine App kostet halt auch ein paar Euro und wir müssen mit dem leben momentan, was wir haben. Okay. Und Kindle wird es wahrscheinlich, sehe ich keine Chance. Es ist auch immer die Frage, wir haben, uns wurde kritisiert oder dass wir eben zuerst eine iPad-App gebracht haben und keine Windows und so. Aber man muss danach gehen, was am meisten draußen im Markt ist und das war iPad und Android. Windows wäre natürlich super, aber ich hoffe da auch immer noch drauf. Okay. Ich möchte an der Stelle, wir haben schon wieder 20 Minuten, die Zeit vergeht ratzfatz. Ich will gar nicht groß auf Zukunft eingehen, das war eh was komplett Separates. Ich hoffe, du wirst mir mal in naher Zukunft wieder zu einem Interview zur Verfügung stehen und bedanke mich an der Stelle auch bei dir für das Interview. Gern, Schönen gern. Nachmittag. Tschüss. Danke gleichfalls. Ciao.